Das klare Wasser schmeckt süß und erfrischend. Okay, von dieser Seite kommen wir auch gar nicht zum Blutsand hin. So, und das. Ja, das sind die Delimgarn-Schwestern. Zwei dischische Frauen werden langsam sichtbar, als sie von den großen Bäumen weg, als sie sich von den großen Bäumen wegbewegen, die sie tarnen. Ihre Haut ist Baumrinde, furchig und schuppig, umgeben von einem Gewirr aus Wurzeln, Knospen und Blüten. Ihre Haare hängen unter dem Schatten von gezackten Blättern, wie die hängenden Äste der Ulmen über ihnen. Und die Pupillen ihrer Augen sind von Hunderten oder sogar Tausenden konzentrischen Ringen umgeben, als würden sie das angesammelte Wissen von Jahrtausenden anzeigen. Turn around, flesh creature. Outsiders are not permitted to approach the elms. Eine von ihnen streckt dir ein Wurzelgewirr entgegen, das sich windet und verknotet und ein Gebilde wie eine offene Hand bildet, mit der Handfläche nach unten. Kehre um, Fleischwesen. Außenstehende dürfen sich den Ulmen nicht nähern. Die andere starrt dich ohne zu blinzeln an. Ihre Stirnrunzeln vertieft sich mit einem knarzenden Geräusch. Spürst du es nicht, Schwester? Etwas Vertrautes. Eine uralte Gena Seele, genau wie die andere. Gewiss auch gekommen, um zu schänden. Strecken wir sie nieder und sparen uns den Ärger, damit wäre die Schuld ihres Vorgängers beglichen. So it would seem, Rhiannon. But we must not hasten to judgment. I see a different motive here. Different questions in these eyes. Es scheint so, Riven, doch wir dürfen nicht vorschnell urteilen. Ich sehe ein anderes Motiv. Ich sehe hier ein anderes Motiv. Andere Fragen in diesen Augen. What of it, young trespasser? Is it as my sister says, or are you here to stain this place with foul deeds? Wie steht es, junger Eindringling? Ist es, wie meine Schwester sagt, oder bist du hier, um diesen Ort durch faule Taten zu vergiften? Ich suche einen Mann, der hier war. Es klingt, als wäre dir ihm schon begegnet. Ich hörte von einem Vorfall hier und kam, um ihm nachzugehen. Ich handle aus Sorge um das Wohlergehen dieses Landes. Es wäre weise, mir zu helfen. Angesichts solch legendärer Schönheiten habe ich vergessen, was ich vorhatte. Sehe ich Doppelhalluzinationen? Nein, Schleim tun wir nicht als Paladin. Ich würde diesen Ort nur zu gerne niederfackeln, doch ich habe Dringenderes zu erledigen. Obwohl, das klingt ja leidenschaftlich. Gesprochen mit leicht durchschaubarem Eifer von jemandem, dessen deformiertes kleines Staubgefäß noch nie erfolgreich Gametyphen transferiert hat. Nicht einmal auf die verzweifeltesten aller Pistillen und die ein Kapell nicht erkennen würde, wenn eine Kräuterkundlerin ihr eine Karte zeichnen würde. Sie da verbirgt ihren Mund hinter den Zweiglingen ihrer Finger, doch ihre Belustigung bleibt kaum verborgen. Du musst das Temperament meiner Schwester verzeihen, Alte. Verzeihen, Alte. Vertraue mir, ich sage, dass meine Schwester und ich wirklich schon alles gehört haben. Fortunately, you are easier to read than my sister. You are here for the man Theos Exarchon. This is clear to me. Möglicherweise bist du leichter zu durchschauen als meine Schwester. Du bist hier, um Taux Icarchonon zu finden. Das ist offensichtlich. Die Antwort lautet ja, Alte. Wir haben Taos Weg vor nicht allzu langer Zeit gekreuzt und wir können dir sagen, wohin er gegangen ist. Aber ich finde es seltsam, dass jemand ihn suchen sollte, verdächtig sogar. Wenn wir dir helfen sollen, ihn zu finden, müssen wir den Grund wissen. Ich habe ein Problem und nur er kann es lösen. Ihn aufzuhalten könnte Weidmanns Vermächtnis beenden. Er muss für seine Verbrechen büßen. Er hat sich mit mir angelegt, ich habe vor, Rache zu nehmen. Wir scheinen verbunden zu sein und ich muss wissen, warum. Ich weiß es selbst nicht genau. Meine Beweggründe sind meine Sache. Es hat mit euch nichts zu tun. Ja, als Paladin sagen wir könnten damit Whitewinds Vermächtnis beenden. So that is the reason he passed this way. This is low, even for the Leaden Key. Deshalb also war er hier. Erbärmlich, selbst für den bleiernen I Schlüssel. told you we should have confronted him, Sheeda. He has always been a poison. Ich hab doch gesagt, wir sollten ihn zur Rede stellen, Sida. Er war schon immer ein Gift. It would have been the last thing we ever did, sister. Who can be said to have ever gotten the better of Theos?
Es wäre das Letzte gewesen, was wir je tun, Schwester. Wer kann schon von sich behaupten, gegen Taos jemals als Sieger hervorgegangen zu sein? Yes, but imagine how much fun it would have been. Can't you just picture him all strung up in vines like an angry little puppet? Ja, aber stell dir nur vor, wie viel Spaß es gemacht hätte. Siehst du ihn nicht vor deinem geistigen Auge in Ranken verwickelt, wie eine wütende kleine Marionette? But that's not what this is really about, is it? You are bound to that man. Sie blickt zu dir hinüber und ihr Ausdruck ändert sich, als würde sie dich zum ersten Mal sehen. Aber darum geht es im Grunde gar nicht, nicht wahr? Du bist mit diesem Mann verbunden. I see it now. You are awakened. Your soul is awake and something once buried deep now wells to the surface. Past overwhelms present, closes in around you. Your time has nearly reached its end. Ich sehe es jetzt, du bist erweckt worden. Deine Seele ist erweckt und etwas, was einst tief vergraben war, drängt nun an die Oberfläche. Die Vergangenheit überwältigt die Gegenwart, sie umschließt dich immer mehr. Deine Zeit hat fast ihr Ende erreicht. Ich muss einfach nur Taos finden. I'm sorry to tell you this, but Theos cannot give you what you seek. Nor can any man. An awakening cannot be undone. Any more than your past can be undone. Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, doch Taos kann dir nicht geben, was du suchst. Kein Mann kann das. Eine Erweckung kann nicht rückgängig gemacht werden, ebenso wenig wie deine Vergangenheit ungeschehen. Es war also umsonst, ich werde den Verstand verlieren. The soul is formless without a past to shape it. Did you truly expect to be able to wipe it away? Die Seele ist gestaltlos ohne Vergangenheit, die sie formen kann. Hast du wirklich erwartet, einfach alles wegwischen zu können? Nein, aber ich hatte gehofft, es wäre etwas, das ich vergessen könnte. Ich hätte lieber versucht, die Dinge zurechtzurücken. Ich würde damit leben, wenn ich könnte. Das oder den Mann töten, der es ausgelöst hat. Ich musste an etwas glauben. Ich hatte keine Wahl. Ich hätte lieber versucht, die Dinge zurechtzurücken. Ein edler Gedanke, wären da nicht die vielen vergangenen Leben, die dich von deinen Problemen trennen. However, as much as my sister speaks truly that there is no way back from an awakening, there may yet be a way forward. Would you agree, Shiva? Wie dem auch sei, meine Schwester hat zwar recht, von einer Erweckung gibt es kein Zurück, aber vielleicht gibt es einen Weg vorwärts. Stimmst du nicht zu, Sida? I would. Were the way not so likely to end in death. Das würde ich. Würde der Weg nicht aller Wahrscheinlichkeit nach im Tod enden. Was ist? Der Tod ist vielleicht besser als das, was mich erwartet. Du unterschätzt mich. Nehmen wir die zwei. It may, but not all deaths are alike. And the man you pursue is versed in thousands of them. Vielleicht doch nicht jeder Tod ist gleich. Und der Mann, den du verfolgst, beherrscht tausende davon. The man Theos, you must already know by now. You are linked by a common past. Something about it lingers within you, festering, unresolved. What it is, I cannot see any more than you. And without that knowledge, your doom is certain. Der Mann Taos, du musst es inzwischen bereits wissen, ihr seid durch eine gemeinsame Vergangenheit verbunden. Ein Teil davon schlummert noch in dir, ungelöst, schweren. Was es ist, das kann ich ebenso wenig sehen wie du. Und ohne dieses Wissen bist du dem Untergang geweiht. But were you to learn the source of this discord, perhaps it could be put to rest. Though it is equally possible, it will trouble you as much now as it did then, and merely speed your condition to its end. Solltest du aber die Quelle dieser Zwietracht ergründen können, lässt sie sich vielleicht beilegen. Wobei es auch möglich ist, dass sie dich heute ebenso plagt wie damals und dein Ende nur noch schneller herbeiführt. Meine Vergangenheit kommt in Bruchstücken zu mir zurück. Wie kann ich den Rest ergründen? You might wait for it to come on its own, of course. But when it comes, it will replace your sanity's last breath. Such is the nature of your condition. Du kannst natürlich warten, bis sie von alleine kommt, doch wenn das geschieht, wird sie zu deinem gesunden Verstand endgültig verdrängen. Dies ist die Natur des Zustands. Or you could learn it from someone who already knows. Oder du könntest von jemandem, der deine Vergangenheit bereits kennt, alles erfahren. Taos, würde er sich daran erinnern? It is said the gods made his memory perfect, that he may never forget his charge. If he ever knew,
He still does. Das heißt, die Götter hätten ihm ein perfektes Gedächtnis gegeben, auf das er seinen Auftrag niemals vergesse. Wenn er es hier wusste, dann weiß er es noch. Not that he would tell you, of course. Nicht, dass er es dir sagen würde. You have followed the right person for the wrong reason, it seems. We see it often beneath the elms. The soul dragging mind and body to unknown places for unfathomable reasons. You may have wandered into Theos's path many times, in many lifetimes, without an awakening to show you why. Es scheint, als wärst du dem richtigen Mann aus den falschen Gründen gefolgt. Wir sehen es oft unter den Ulmen. Die Seele zerrt dem Verstand und den Körper aus unerklärlichen Gründen an unbekannte Orte. Du hast vielleicht schon häufig die Wege mit Taos gekreuzt, in vielen Leben, ohne dass eine Erwägung dir den Grund dafür gezeigt hat. The only thing that's certain is you did not find what you sought. Sicher ist nur, dass du nicht gefunden hast, wonach du gesucht hast. Ihr sagtet, ihr wisst, wohin er gegangen ist. He has gone down beneath the tower to a place older than we, where the people of Engwith once walked. He makes his way to the buried city, sun and shadow. Sie da nickt, Blätter raschen aneinander. Er ist unter den Turm gestiegen, an einem Ort, der nicht älter ist, als ich es bin. Das Volk von Engwith wandelte dort einst. Er ist auf dem Weg in die begrabene Stadt, Sonne in Schatten. May he stay down there and rot with the remains of his people. Möge er dort unten bleiben und mit den Überresten des Volkes verrotten. He may yet. He won't be returning the way he came, that much is certain. He opened a secret path in the tower's base and saw it destroyed behind him through some vile means. Vielleicht würde das. Er wird nicht auf dem Weg zurückkehren, auf dem er gekommen ist, das ist gewiss. Er hat einen geheimen Pfad am Fuß des Turms geöffnet, der hinter ihm auf schändlichem Wege zerstört wurde. Gibt es einen anderen Weg, zu ihm zu gelangen? We know of one. On the burial aisle, through the court of the penitents, Braeth Yamin. A shortcut, in fact. Wir kennen einen. Auf der Grabinsel durch den Hof der Büßer. Braeth Ehemann. Es ist sogar eine Abkürzung. Don't be cruel, sister. Sei nicht grausam, Schwester. The way my sister speaks of is not for the faint of heart. A great pit at the center of a forgotten court, where faiths were judged in place of crimes. To most, it is simply a gateway to death. With the help of the gods, it can take you where you want to go. Der Weg, von dem meine Schwester spricht, ist nichts für Zartbeseitende. Eine große Grube inmitten eines vergessenen Hofes, an dem nicht über Verbrechen geurteilt wurde, sondern über Glauben. Mit den meisten ist sie lediglich ein Pfad zum Tod. Mit Hilfe der Götter kann er dich dorthin bringen, wohin du willst. Wo du hin willst. Was ist das für ein Hof? No more than a ruin now. It is older than we. A place for the trial of heretics. We were not here to witness it. But at one time there was a group that refused to acknowledge the gods. Neither the first nor the last, of course. But these were numerous and all put on trial for it. Those who did not repent were cast into the pit and imprisoned below. Nur noch eine Ruine. Er ist älter als wir, ein Ort, an dem Ketzer der Prozess gemacht wurde. Wir waren nicht Zorge, doch eins gab es eine Gruppe, die sich weigerte, die Existenz der Götter anzuerkennen. Nicht die erste und nicht die letzte, gewiss, doch diese Bewegung hatte viele Anhänger, die in allen der Prozess gemacht wurde. Wer nicht wieder rief, wer nicht Buße tat, der wurde in die Grube geworfen und unten gefangen gehalten. The fall killed them, of course. The prison was not for people, but for their souls. And their sentences were eternal. It is said that many of the condemned repented and were permitted by the gods to ascend from the pit, so long as they pledged their service to one of them. But these are old legends. Der Sturz tötete sie natürlich nicht. Das Gefängnis war nicht für die Menschen, sondern für ihre Seelen, und ihre Strafen waren für die Ewigkeit. Das heißt, dass viele der Verurteilten Buße taten und von den Göttern die Erlaubnis erhielten, aus der Grube aufzusteigen, wenn sie schwörten, zukünftig einem von ihnen zu dienen. Aber das sind alte Legenden. Was soll das heißen mit der Hilfe der Götter? The pit is said to have been a means of judgment by the gods. Those cast into it are meant to die. It is that way you must pass to reach sun and shadow. Diese Grube soll den Göttern dazu gedient haben, ihr Urteil zu verschrecken. Wer in sie geworfen wird, der soll sterben. Diesen Weg musst du passieren, um Sonne im Schatten zu erreichen. The court is old. We do not know much for certain. But it would seem only the gods themselves can grant passage. Der Hof ist alt, wir wissen nur wenig mit Sicherheit, doch es scheint, es könnten nur die Götter selbst den Durchgang gewähren.
Wie könnte ich die Götter je dazu bringen, mir zu helfen? Behind us is Tear Evron, said to pierce the shroud itself and a place of communion with all gods. If ever there was a time for prayer, you have found it. Hinter uns liegt Herr Evron, der angeblich den Schleier selbst durchsticht und ein Ort der Zwiesprache mit den Göttern ist. Gab es jemals den richtigen Zeitpunkt zum Beten? Hast du ihn gefunden? Wie bete ich? Herr Evron is also called the Hall of Stars, and the stars show us the allegiances of the gods. When stars are in conjunction, we know the gods they represent are aligned as well. Tier Evron wird auch die Halle der Sterne genannt und die Sterne zeigen uns die Beziehungen der Götter an. Wenn die Sterne in Konjunktion stehen, wissen wir, dass auch die Götter, für die sie stehen, in Einklang stehen. You should choose a place to pray where you'll be closest to those you want to hear you. If a god stands alone, you should pray to that god. If they band together, you should address them all. Choose your words wisely, for all gods expect proper homage, and none has patience for fools.